Ich bitte Inga Rinks als erstes um ein Statement zum heutigen Spiel. Zunächst einmal möchte ich ein Statement geben und sagen, Glückwunsch an Potsdam auch zur Herbstmeisterschaft. Ich weiß, da kann man sich nichts verkaufen, letztendlich zählt der Titel zum Schluss. Aber ich denke, das spiegelt eine fantastische Hinrunde wider, die sie heute leider noch mal fantastisch demonstriert haben. Ja, es macht Spaß gerade, die Offensive von Potsdam sich anzuschauen. Wir haben versucht, durch eine Fünferkette ein Stück weit das zu schließen. Aber es ist uns nicht gelungen und vor allem auch nicht in den ersten Minuten ein Stück weit Zugriff zu bekommen. Und wenn Potsdam dann, glaube ich, einmal ins Rollen kommt, dann hat man heute gesehen, wird es unheimlich schwierig. Und gerade für meine Mannschaft, für die junge, unerfahrene Mannschaft und die auch nicht die Qualitäten zur Verfügung haben, ist es dann natürlich umso schwieriger. Und nichtsdestotrotz muss ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Wir haben eine gute Hinrunde für unsere Verhältnisse gespielt. Wir sind auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Das ist für uns erstmal das Allerwichtigste. Es ist alles möglich und wir glauben daran. Und das sind jetzt Spiele wie hier heute, wo jeder Einzelne dran wachsen muss, lernen muss, auch solche Erfahrungen mitnehmen muss. Denn keiner ist vom Himmel gefallen und hat diese Qualitäten. Und letztendlich war es ein bisschen schade, dass wir uns nicht durch zum Teil doch mutige Spiele nach vorne dann auch mit einem vielleicht Ehrentreffer mal belohnt hätten. Aber im Großen und Ganzen geht das so vollkommen in Ordnung und letztendlich noch ein absolut verdient. Eine tolle Hinrunde hat Potsdam gespielt und das wünsche ich Ihnen sicherlich auch zur Rückrunde weiterhin. Die Bestätigung, es ist immer das Schwierige, nach einer Hinrunde das zu bestätigen, aber ich bin davon überzeugt, dass Sie eine tolle Rolle vorne spielen werden und für uns geht der Kampf unten, den nehmen wir an und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das schaffen werden. Man darf nicht vergessen, wir haben 6 Stammspielerinnen, die nicht zur Verfügung stehen und das bei unserem Kader, bei unseren Möglichkeiten nicht zu kompensieren, aber nochmal, die Mannschaft hat sich enorm reingefressen die letzten Wochen, enorm gebissen und da bin ich sicherlich sehr, sehr stolz drauf. Dankeschön. Vielen Dank, Inga Rinks. Matthias Rudolf, bitteschön. Meine Mannschaft hatte sich heute vor dem Spiel eine ganze Menge vorgenommen. Nach dem Spiel am Mittwoch gegen Leverkusen, was wir 2-0 gewonnen haben, aber irgendwie machte sich eine Unzufriedenheit breit bei uns in der Mannschaft, die ich teilweise nicht so verstehen kann, denn man muss immer gucken, wo wir hergekommen sind und mit dem 7. Tabellenplatz in der letzten Saison sollte man trotzdem auch mal mit einem 1-0 zufrieden sein zu Hause gegen Leverkusen, denn wir haben im Endeffekt immer noch gewonnen gehabt, aber mit dieser Unzufriedenheit oder vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch sind dann eben die Mädels heute das Spiel angegangen. Wir wollten gleich von Anfang an zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Das haben wir auch geschafft. Ich denke schon vor dem 1-0, das selbst ziemlich früh gefallen ist, hatten wir schon 1-2 gefährliche Situationen. Und meine Mannschaft hat dann eben das durchgezogen bis zur 90. Minute. Ich habe in der Halbzeit nochmal ein bisschen provokant gesagt, ich bin gespannt, ob ihr nochmal schafft, 3 Tore zu schießen. Das haben sie dann auch geschafft. Weil manchmal ist es ja so, da kommt man eine Halbzeit rein, dann ist man wieder ein bisschen zufrieden, wenn man 3-0 führt und dann verliert man die Spannung und dann plätschert das ganze Geschehen so dahin. Ganz im Gegenteil, es ging hochkonzentriert weiter und wir haben versucht, eben auch viele Torschancen weiterhin herauszuspielen, haben natürlich auch eine Menge Tore geschossen. Im Endeffekt haben wir heute ein Ergebnis erzielt, was so ein bisschen unsere Hinrunde widerspiegelt. Es war eine grandiose Hinrunde mit einem grandiosen Abschluss und im Endeffekt möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Mannschaft bedanken, wie toll sie hier mitgezogen hat in der ersten Halbserie. Danke. Vielen Dank, Matthias Rudolf. So, meine Damen und Herren, auch zur letzten Pressekonferenz in diesem Jahr haben Sie jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte. Das Spiel ist ja ziemlich eindeutig. Es wurde meines Erachtens auch alles gesagt, Frau Grinks. Sie hatten ja im direkten Vergleich mit Jena hat Duisburg Jena geschlagen. Wie war überhaupt das Ergebnis gegen Leverkusen? Wie ist da ausgegangen im direkten Vergleich der 3 Absteiger, der 3 Abstiegskandidaten? Wie stark ist Leverkusen einzuschätzen? Weil wir haben ein sehr starkes Leverkusen-Team gesehen vor 3 Tagen hier. Also zu Ihrer Information, wir haben zu Hause gegen Bayer Leverkusen verloren. Sehr unglücklich und das ist hier das einzige Spiel, wo wir nicht mit zufrieden sind, weil es absolut unnötig war. Aber so ist das Spiel. Die 3 Punkte sind in Leverkusen. Ja, ich denke, dass mit Mönchengladbach, mit MSV Duisburg, mit Bayer Leverkusen und Jena, die vier sicherlich da unten zu kämpfen haben und da
Da glaube ich, dass Hoffenheim sich da auch wieder so stabilisieren wird, weil sie eigentlich auch eine weitaus stärkere Mannschaft zur Verfügung haben, dass sie da den Sprung, glaube ich, jetzt ein Stück weit auch geschafft haben. Aber unter uns fehlen wird der Kampf, glaube ich, eröffnet zur Rückrunde. Gibt es weitere Fragen? Gratulation zum Sieg heute und du hast schon angesprochen zu einer grandiosen Hinrunde. Letztes Jahr war es die schlechteste Saison, die Turbine gespielt hat. Nun stehen wir hier ein halbes Jahr später mit so einer Bilanz da. Kannst du mal versuchen, Gründe zu finden, was du glaubst, wie das Ganze so zustande gekommen ist? Da betone ich einfach nur das, was wir in den letzten Wochen schon immer gesagt haben. Wir haben mit einer Mannschaft die Geschlossenheit gezeigt, die sich so im Laufe der Saison entwickelt hat. Wir haben ja schon im Vorfeld Wert darauf gelegt, dass diese Mannschaft geschlossen, dass die sich herausbildet und jede Spielerin hat sich im Prinzip dem untergeordnet und ihre Stärken hineingeworfen ins genannte Team und dadurch konnten wir um diese Siege feiern und natürlich mit jedem Sieg, den wir geholt haben, hat sich natürlich auch das Selbstbewusstsein gestärkt. Und das hat man eben heute auch gesehen, wie leicht teilweise der Ball gelaufen ist, weil die Spielerinnen einfach davon überzeugt waren, in dem, was sie tun und wie wir es eben angehen wollen. Dankeschön. Hier vorne gab es noch Fragen. War dasselbe. Ah, alles klar. Okay, gibt es noch? Ja, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, wir freuen uns. Wir haben ja Zeit. Und zwar gibt es eine Spielerin, die war bei Vivas gewesen, die spielt in der Abwehrkette. Ich? Ja. Frage, die hat aber bei Lübars, hat die mehr im Mittelfeld gespielt. Warum ist die jetzt Abwehrkette und warum spielt die nicht als Ballverteilerin im Mittelfeld? Sie meinen Sophia Rasch? Ja. Aus Lübars. Ja, Sophia kam zur Rückrunde letztes Jahr, ist eine tolle Spielerin, die viele Positionen spielen kann. Und wie Sie wissen, ist Rahel Kiewicz unter anderem ja ausgefallen, beziehungsweise fünfte gelbe Karte. Sodass wir auch einfach nicht viel mehr Möglichkeiten gerade auch zur Verfügung haben. Wir hatten noch eine 17-Jährige auf der Bank, die auch in der Defensive spielt, aber der ich das logischerweise noch nicht so zutraue. Und Sophia hat letzte Woche schon gegen Gladbach in der Innenverteidigung gespielt. Sie kennt das auch aus der Nationalmannschaft heraus, also auch da hat sie Innenverteidigung gespielt. Es ist nicht so, dass ich Spieler irgendwo ins kalte Wasser werfe, sondern schon davon ausgehe, dass sie gewisse Positionen spielen können. Und sie ist halt aber auch letztendlich so ein Profi, dass sie grundlegend auf jeder Position das Bestmögliche raus will. Und sie hat für ihre Verhältnisse heute ordentlich gemacht. Also ich glaube, da kann man jetzt keiner Spielerin schon mal gar nicht eher in irgendeiner Form Vorwürfe machen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, wünsche ich unseren Gästen alles, alles Gute, eine stressfreie Heimfahrt. Wünsche uns noch einen wunderschönen vierten Advent. Ich wünsche Ihnen ein frohes Fest, einen guten Rutsch, ein erfolgreiches 2017. Und ich hoffe, wir sehen uns alle genauso gesund und munter wieder am 19.02.2017 gegen Hoffenheim. Bis dahin sagen wir Tschüss. Danke.